Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Das letzte Mal war ich schon relativ müde, kann mich nicht mehr so ganz erinnern, was ich da gemacht habe. Schauen wir mal, wie das heute wird. Wir haben noch immer den großen Krieg zwischen Frankreich, Großbritannien auf der einen Seite. Oh. Und was war's mit dem großen Krieg? Schau, schau. Das ist ja schnell gegangen. Ja, in dem Krieg hat es so ausgesehen, als würde Deutschland und Skandinavien gewinnen. Und tatsächlich haben sie das auch getan. Die Osmanen haben hier Mazedonien erobert. Wieder. Und Frankreich und Großbritannien sind gedemütigt worden. Was okay ist, dadurch wird mein erster Platz gefestigt. Das letzte Mal durch diesen Krieg bin ich tatsächlich auf den ersten Platz vorgerückt, weil natürlich militärisch das ziemlich auf die beiden Mächte Großbritannien und Frankreich niedergeschlagen sich hat. Auch ein wenig von der Industrie natürlich. Und jetzt haben sie natürlich auch einen Prestigeverlust gehabt. Und sie müssen Reparationszahlungen zahlen. Das bedeutet, sie werden sich auch nicht so gut erholen können. Aber an und für sich glaube ich nicht, dass sie zu stark geschwächt wurden. Ja. Meine Industrie ist immerhin schon zweiter Platz, also zwischen Frankreich und Großbritannien. Militärisch bin ich nur fünfter, aber das liegt hauptsächlich an meiner Partei. Die verhindert nämlich, dass ich mehr als 65% in meine Truppen investiere. Und dadurch habe ich da einen niedrigeren Truppen-Militärstärkewert. Naja, nicht so schlimm. So. Ich habe in der Pause quasi auch Folgendes gemacht. Ich habe einen Haufen Festungen an meiner Grenze gebaut, damit ich überall auf Festungsstärke 4 komme, an den Grenzen, wo ich noch keine hatte. Yay, noch ein Traktor. Dadurch. Hey, ein Kolonialzwischenfall. Aha, eine Invasion hier. Ein Truppeneinsatz dort. Gegen Frankreich. Die werden zwar jetzt sehr stark quasi verwundet. Aber ich glaube nicht, dass ich das nutzen werde. Ach ja, wir haben Wahlen. Wir wollen, dass die Radikalen oder die Sozialisten gewinnen. Ja, na gut. Protektionismus oder Freihandel? Was sagt sie hier? Oder 50-50? Machen wir 50-50. Aha. Ja, das wäre wirklich schön von Frankreich da was zu erobern. Ah. Frankreich ist gerade hinüber. Ich überlege gerade, ob die Briten mir helfen würden bei dem Krieg. Die Franzosen sind echt schwach jetzt. Sie haben praktisch keine eigenen Truppen. Das jetzt zu machen wäre echt cool. Skandinavien würde mir möglicherweise auch helfen. Frankreich ist mit mir verbündet. Ich müsste das Bündnis auflösen. Wenn ich das mache, hilft ihnen Russland. Mit Russland will ich nicht in den Krieg kommen. Die sind militärisch über mir einzustufen. Gar nicht gut.
glaube allerdings, dass ich noch meine Partei ernennen kann. Ja. Das ist interessant. Das hat sich nicht geändert. Das ist gut. Und was jetzt? Was könnten wir von Frankreich gewinnen da unten? Oder die Wüste ist nicht interessant. Die Wüste brauche ich echt nicht. Also wenn dann da unten ein Gebiet. Was sind denn das da für Gebiete? Zambesi. Milch, Tabak. Nicht allzu tolles Zeug. Herero-Land hat sowieso nichts Gescheites. Ich nehme an, dass ich den Krieg gewinnen würde, aber zu was für einem Preis? Und abgesehen, dass es mich dann schwächer gegenüber Deutschland machen würde, ich bräuchte meine gesamte Truppe dafür. Und Deutschland könnte das dazu verleiten, dass sie Bayern oder Baden oder was ähnliches angreifen. Nein, wir werden das nicht nutzen. Ah, Niederlande. Vielleicht das wäre es gewesen. Oder, keine Ahnung. Belgien. Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Und Portugal ist in meiner Einflusssphäre, also so gesehen. Und die auch bald wieder. Na gut. Nein. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, wenn wir ihnen nicht den Krieg erklären. Auch wenn sie jetzt schwach sind. Romantische Kunst, sehr gut. Gut. Ja, noch eine Armee bauen. Nur einen. Achso, warte mal, das wollte ich schauen. Wir bauen eh nicht gerade, oder? Nö. Na, dann bauen wir doch glatt noch eine Armee. So, Artillerie, ukrainisch. Ein kroatischer Pionier. Ein slowenischer Dragoner. Und ein polnischer Husar. Sehr österreichisch, sehr, sehr österreichisch. Na, da wollen wir volles Bürgerrecht. Volles Bürgerrecht. Ja, was wir das letzte Mal schon etwas gestartet haben, was natürlich auch sehr toll ist, ist, wir haben gestartet, unsere Kolonien langsam, aber sicher in Staaten umzuwandeln. Wir machen gerade in Somaliland. Versuche ich gerade Bürokraten zu fördern und wir sind schon auf 0,18% Bürokraten. Wenn wir 1% Bürokraten dort haben, können wir das Land tatsächlich zu einem österreichischen Bundesstaat machen. Also keine Kolonie mehr. Können dann dort Fabriken bauen und und. Das ist schön. Das wäre schön, wenn das funktionieren würde. Gut, was haben wir da? Lauter Sachen, die mich hoffentlich nicht interessieren. Vielleicht sollten wir auch die Steuern für den Mittelstand etwas senken. Noch.
Der faire Staatskapitalismus. Staatskapitalismus ist gar nicht einmal so schlecht. Wie schon gesagt, Sozialisten wären gar nicht so schlecht, wenn wir an der Macht hätten. Die sind zwar auch nur antimilitär oder pazifistisch oder so irgendwas, aber Zentralbanknotenpressor. Verwaltungseffizienz steigt sehr gut. Gut, wir haben eh, glaube ich, nur noch Marine, Handel, Kultur und Industrie sind wir derzeit, kann man derzeit nichts machen und Armee auch nicht. Berufsorganisation. Machen wir da weiter. Fabrik Input Effizienz. Kollektivistische Theorie. Da kriegen wir Karl Marx und ähnliche Konsorten. So, was haben wir? Spanien. So. Hinzufügen. Senken von Frankreich. Ich glaube, da können wir auch auf 1 zurückgehen. Steigern. Gut. Dann können wir auch die Beziehungen verbessern zu Frankreich wieder. Ja. Deutschland ist schon wieder Siebenter, was das betrifft. Ach Gott. Aber wir sind Erster, was die Großmacht Standard betrifft. Und in Frankreich gibt es einen Haufen Rebellen. Und die können nicht wirklich was dagegen tun, weil sie keine Truppen bauen dürfen nach dem Krieg. Na super. So, schauen wir mal, ob wir in Frankreich Militär Zugang kriegen. Natürlich nicht, weil wir gerade was gemacht haben bei ihnen. Okay. Gehen wir mal nach Kaiserslautern mit den Typen und hoffen, dass Frankreich uns Militärzugang gibt. Ja, da würde ich ganz gern Hurra-Patriotismus haben, aber das würde die Reaktionären. Oh mein Gott, die Sozialisten sind sogar pazifistisch, das ist ja noch schlimmer als. Naja. Gut, wir gehen auf Pro-Militär, wenn geht. Nicht auf Hurra-Patriotismus. So, wie schaut's aus? Die Bier ist bankrott. Okay. Wie schaut das aus? Yep, wir kriegen einen. Jetzt schauen wir mal, ich hoffe, die 30.000 reichen dafür auch aus, die wir da haben. Gehen wir da auf 70% drauf. Ja, schaut gut aus. Atheismus. Atheismus ist gut. Auch die Radikalen. Na schauen. Und Frankreich macht sogar mit. Boah, das war aber knapp. Die Sozialisten hätten fast gewonnen. Schau an. So,
So, zuerst daher und dann wieder zurück nach Bregenz. Leistungseffizienz ist wieder gestiegen. Ah, die werden das schon alleine noch hinkriegen, oder? Ja. Zurück auf 50%, das muss reichen eigentlich. Gut, ab und zu mal muss man sich um seine diplomatischen Typen kümmern. Genau. Okay, könnt ihr mich nicht in Frieden lassen? Auf jeden Fall kann die Beziehung zu Deutschland nicht schlimmer werden. Unter minus 200 geht nicht. Gut. Naja. Hätten wir das auch erledigt. Und wir können Griechenland etwas näher an uns binden. Mit denen auch vertraut, so wie drei andere. Wow. Wie das sich dann um Griechenland handelt und nicht irgendwas Wichtiges, kümmern sie sich hier ganz schön drum. Goldstandard, Steuereffizienz steigt. Das heißt, wir können die Steuern noch mehr senken. Senken wir sie auf 20%. Und auf 45. Im Fall eines Krieges müssen wir es halt wieder erhöhen. Aber niedrige Steuern sind nicht schlecht, vor allem in der Mittelschicht, weil wir wollen eine große Mittelschicht, weil große Mittelschicht bedeutet mehr Forschung, bessere Forschung. Dann holen wir auch bei Marinetechnologie und ähnlichem auf. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir das nicht wirklich brauchen. Hoffe ich zumindest, dass wir es nicht brauchen. Ja. Wir fördern eigentlich nur Angestellte und einmal Bürokraten. Ja, 2,5% ist noch immer sehr wenig. Aber mit den niedrigen Steuern sollten sie eigentlich schneller wachsen, die Angestellten.
In ganz Österreich haben wir jetzt circa 0,8% der Bevölkerung Angestellte. Internationale Wechselkurse, schau an. Noch mehr Steuereffizienz und Vertriebswege. Heißt, die Fabrikskosten sinken. Auch nicht schlecht. Kann ich leben damit. Und eine neue Armee ist auch gebaut worden. Das wird die 19. Armee. Schauen wir mal. Ich habe auf Caps Lock gedrückt. Gut, den Anführer geben wir dieser Armee auch gleich. Noch mehr Fabrik Input Effizienz, sehr gut. Steuereffizienz, Verwaltungsreform. Was machst du? Auch mehr Fabrikleistung. Machen wir das. Das ist gut für die Wirtschaft. Geht es der Wirtschaft gut, geht es mir gut. Hervorragend. In Uganda sind die Leute glücklicher mit mir. Das gefällt mir. So, schauen wir mal. Kolumbien und Amerika. Na gut, diese 3000, was soll ich mit denen machen? Oh, Brasilien, glaube ich, kommt klar. Wir haben da 45 und 44.000 Mann, das passt schon. Die werden ihre Revolution hoffentlich alleine besiegen können. Impressionistische Musik. Wird dort eigentlich auch Möglichkeit, irgendwas auszuheben? Nö. Afrika im Allgemeinen ist da ein bisschen mühselig, was das betrifft. So, gehen wir da her. Mit euch. Afrika ist so riesig. Vielleicht da oben nach Suez sollte man eigentlich auch noch eine Armee stellen. Ja, also wie ihr seht, die meiste Zeit verbringt man damit, irgendwelche kleineren Einstellungen zu machen. Na, schauen, Frankreich hat ja doch wieder ein paar Truppen. Wir machen das. Sydney Webb, wer war das? Webb entwickelte während seines Studiums sozialistische Ideen. Ha, ein alter Roter.
und trat 1885 der Fabian-Gesellschaft bei. Diese Vereinigung war der Ansicht, dass der Kapitalismus eine ungerechte und ineffiziente Gesellschaft geschaffen hatte. Seht ihr, und dieses Ding ist über 100 Jahre alt. Die Mitglieder dieser Vereinigung einigten sich darauf, dass das gemeinsame ultimative Ziel die Rekonstruktion der Gesellschaft in Übereinstimmung. Ist das langweilig? Naja, eigentlich ist es nicht langweilig. Mit den höchstmöglichen sozialen Werten sein sollte. Naja. Es waren also links-linke Gutmenschen, würde man heute sagen. Die Fabian-Gesellschaft war eine sozialistische intellektuelle Bewegung, die eine Reihe von Pamphleten bezüglich einer großen Anzahl unterschiedlicher sozialer Probleme herausgab. Zu vielen dieser von Sidney Webb geschriebenen Pamphlete gehörten Facts for Socialists, Facts for Londoners und The 8-Hour Day. Wow. Er hat damals schon den 8-Stunden-Tag verlangt, 1891. Wir haben bei uns noch den Es gibt eine Stundenbegrenzung, Tag. George Bernard Shaw schrieb Webb außerdem A Plan and Campaign for Labor. Webb wurde später zu einer wichtigen sozialdemokratischen Figur mit Einfluss auf internationale Arbeitervereinigungen. Naja, bitte. Schauen wir mal, ob wir Karl Marx auch noch kriegen. Ich frage mich außerdem, was muss denn passieren, dass wir noch eine Reform machen? 47,8, 48,56. Schauen, die Sozialreform ist einfacher. Hey, ein internationaler Konflikt zwischen Russland und dem möglicherweise entstehenden Polen. Natürlich sind wir im Konflikt interessiert. Warte mal, wir sind die Einzigen. Was ist mit den anderen? Haben die gerade einen Krieg? Was machen wir als nächstes? Armee gibt es noch nicht, Marine. Hey, wir könnten die neue Eisenbahn bauen. Yes, wir alle lieben mehr Eisenbahn. Okay, haben wir irgendwelche Kriege? Wieso sind die alle nicht an dem Konflikt interessiert? Wir warten noch ein wenig ab. Aber ich überlege, diese Seite tatsächlich zu unterstützen. Das würde uns wahrscheinlich, so wie es ausschaut, in einen Krieg mit Russland führen. Aber nur mit Russland und Skandinavien hilft uns dabei. Ich habe noch keinen Krieg mit Russland geführt, in dem ganzen Spiel nicht. Obwohl es ein integraler Bestandteil Österreichs ist, mit Russland Krieg zu führen. Na gut, ich werde mich irgendwann einmal im Laufe des Tages noch entscheiden. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Und das nächste Mal, wenn ihr zuschaut, habe ich mich dann vielleicht schon entschieden für Skandinavien oder Russland. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir einen Krieg gegen Russland starten. An und für sich kann ich mir nicht vorstellen, dass wir diesen Krieg verlieren könnten. Na, klar könnte man verlieren. Das sind viel mehr Leute als wir. Müssten wir schauen. Müssten wir schauen, was passiert. Ein Polen an unserer Grenze wäre nicht schön. Das spricht eigentlich für die Unterstützung Russlands. Ah, die armen Polen, die wollen ein eigenes Reich. Ja, natürlich, auch in Posen und Galizien und puh, das würde ich schon was ziemlich Grausames öffnen. Na gut, also, gute Nacht, Herrschaften, schlaft gut und träumt was Schönes.